Kleid, welches alle Vorteile unterstreicht und alle Marken verdeckt, ist optimal als Business-Look sowie auch für jeden Anlass. Das ist ein ewiger Klassiker, der nie im Stich lässt. Das Etui-Kleid ist die beste Erfindung der Menschheit. Es kommt niemals aus der Mode und passt zu jeder Situation. Ich, Irina Paukste, werde Ihnen beibringen, ein unterfüttertes Etui-Kleid selber zu nähen. In nur 20 Tagen erlernen Sie die Nähtechniken, für die man während der Ausbildung mehrere Monate benötigt. Ich stelle Ihnen meinen neuen Nähkurs vor, das Basis-Etui-Kleid. Sie erfahren, wie die einzelnen Schnittteile angefertigt werden. Sie lernen, den Ärmel einzusetzen, das Kleid mit dem Futter zu vernähen und dem Kleid ein perfektes Aussehen zu verleihen. Sie sind nur einen Schritt von Ihrem Traumkleid entfernt, nur einen Klick, und Sie sind für immer unabhängig von der Massenproduktion und den vorgegebenen Kleidungsgrößen. Sie erlernen Nähtechniken, die Ihnen ermöglichen, viele verschiedene Kleider zu nähen. Melden Sie sich jetzt an und erlernen Sie die Schneiderkunst gemeinsam mit uns. Guten Tag, ich bin Alexander. Heute möchte ich euch erklären, worauf ihr beim Kauf einer Nähmaschine achten sollt, besonders für Nähanfänger, um unnötige Fehler und Kosten zu vermeiden. Was sollte man beachten? Als erstes die praktischen Dinge, zum Beispiel Nadeleinfädler, um den Faden in die Nadel einzufädeln. In diesem Fall sieht der Mechanismus so aus. Es gibt verschiedene Arten. Des Weiteren ist für Anfänger sehr praktisch die Regelung der Nähgeschwindigkeit, damit es nicht passiert, dass die Maschine durchrattert, falls sie versehentlich das Pedal betätigt, wie es üblich ist, meist auch noch an der falschen Stelle. Es ist praktisch, wenn die Nähmaschine einen Nähgeschwindigkeitsregler hat, die Geschwindigkeit mit verschiedenen Symbolen markiert, entweder mit Pfeilen oder Tiere wie Schildkröte und Hase. Der Regler ermöglicht euch, die Nähgeschwindigkeit unabhängig davon, wie stark man auf das Pedal tritt, zu regulieren. Ihr habt zum Beispiel ganz langsam eingestellt. Egal wie stark ihr auf das Pedal tretet, die Nähmaschine wird langsam und akkurat nähen. Wenn ihr es ganz schnell einstellt, so könnt ihr auch ganz schnell nähen. Noch ein Punkt, worauf man achten sollte, und zwar das Gewicht der Nähmaschine. Das ist nicht weniger wichtig. Die Nähmaschine sollte 8 Kilogramm wiegen. Je schwerer die Nähmaschine, desto zuverlässiger ist sie. Das bedeutet, dass in der Nähmaschine die meisten Bauteile aus Metall sind. Je leichter die Nähmaschine ist, desto unzuverlässiger ist sie, obwohl sie leiser und geschmeidiger arbeitet. Enthält sie sehr viele Teile aus Kunststoff, die man nicht reparieren kann. Die Nähmaschine kann man dann nur noch entsorgen. Je schwerer die Nähmaschine ist, desto stabiler steht die Nähmaschine auf dem Tisch. Selbst bei hoher Geschwindigkeit springt sie nicht. Im Vergleich zu leichteren Nähmaschinen, überprüft vor dem Kauf das Gewicht. Der weitere Punkt, worauf man achten sollte, und zwar auf die Knopflochfunktion. Ich empfehle die automatische Knopflochfunktion. Sie ist einfacher und praktischer. Im Zubehör ist so ein Nähfuß enthalten. Man kann hier den Knopf, den ihr benötigt, einspannen. Nun macht die Nähmaschine ohne eure Beteiligung einen Knopfloch in richtiger Größe, mit Verriegelung, so wie es sich gehört. Der Nähfuß ist dabei ganz einfach einzusetzen. Den Nähfuß drunter legen, so wie bei anderen Nähfüßen auch. Nun kann man ein Knopfloch machen. Halbautomatisch ist auch nicht schlecht, aber dann muss man die Funktion per Hand umgeschaltet werden. Erst eine Seite absteppen, umschalten, erste Verriegelung machen, dann zweite Seite absteppen und wieder umschalten und eine zweite Verriegelung machen. Es ist nicht schwer, aber hier ist es viel praktischer. Oft werde ich gefragt, welche Nähmaschine soll ich kaufen? Eine computergesteuerte oder eine mechanische? Ich würde eine mechanische empfehlen. Sie enthält weniger Teile, die kaputt gehen könnten. Es passiert manchmal, dass die Steuergeräte kaputt gehen. Es passiert nicht oft, aber es kommt vor. Die Reparatur ist in diesem Fall sehr teuer.
Einen Elektromechaniker zu finden ist auch nicht so einfach. Ansonsten führt die Nähmaschine die gleiche Funktion aus. Der Unterschied liegt darin, dass man anstatt auf Tasten zu drücken, den Schaltknopf per Hand betätigen muss. Es ist einfach und zuverlässig. Ich empfehle die mechanischen Nähmaschinen. Außerdem sollte man auf den Freiarm, der jede Nähmaschine enthält, achten. Nach dem Entfernen des Zubehörfachs entsteht so ein Freiarm. So kann man den Ärmel, das Halsloch und so weiter vernähen. In diesem Zubehörfach kann man das Zubehör aufbewahren. Das ist sehr praktisch. Außerdem wird oft gefragt, welcher Greifer besser ist. Der horizontale oder CB-Greifer. Hierzu gibt es keine eindeutige Antwort. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Hier zum Beispiel ist der Greifer horizontal. Der Vorteil ist, dass man die Spule einfach einsetzen kann. Die Spule reinsetzen, das Garn durchführen, das war's. Hierzu benötigt man keine Spulkapsel. Rausholen, einsetzen und wieder einfügen. Die Nähmaschine ist einsatzbereit. Außerdem ist dieser Greifer leise. Er ermöglicht einen breiteren Zickzackstich. Hat aber auch Nachteile. Der Kunststoffhalter leidet bei Nadelbruch auch. Das führt dazu, dass man ihn auch oft auswechseln muss. Das Ersatzteil ist auch nicht so günstig. Der Preis hängt von dem Modell der Nähmaschine ab. Was den CB-Greifer angeht, er ist aus Metall und ist robust. Besonders gut ist das bei schweren Stoffen wie Jeans. Die Nachteile sind, dass der Zickzackstich nicht so breit ist. Aber er ist auch nicht zu schmal. Man braucht gar nicht so oft einen breiten Zickzackstich. Erfahrungsgemäß kommt es selten vor. Der Nachteil ist, dass er etwas lauter ist und dass man die Spulenkapsel rausholen, einstecken, wieder einfügen muss. Es nimmt zwar nur ein paar Sekunden Zeit, aber für manche ist selbst das zu aufwendig. Ich persönlich bevorzuge die CB-Greifer. Als Mechaniker sage ich, dass er sich einfacher einstellen lässt und robuster ist. Im Falle des Nadelbruchs bleiben nur Kratzspuren von den Nadeln. Man kann sie ganz einfach wegpolieren. Die Arbeit der Nähmaschine ist dadurch nicht eingeschränkt. Noch etwas, was ihr nicht unbedingt beachten sollt, und das ist die Motorstärke. Manchmal wird es 45 Watt und 60 Watt Motorstärke angegeben. In Wirklichkeit stellt sich beim Öffnen heraus, dass auf dem Motor eine ganz andere Stärke angegeben ist. Viel kleiner. Deshalb sollte man dies nicht beachten. Beim Nähen ist die vorhandene Motorstärke ausreichend. Die Nähmaschine wird sowieso nicht 24 Stunden am Tag im Einsatz sein. Keine der haushaltsüblichen Nähmaschinen ist dafür bestimmt. Folgendes sollte auch nicht beachtet werden, und zwar die Menge der Nutzstiche. Das ist unwichtig. Die grundlegenden Stiche, die eine einfache Nähmaschine enthält, sind vollkommen ausreichend. Geradstich, Zickzack und Dreipunkt-Zickzack. Diese Grundstiche sind grundsätzlich ausreichend. Es sei denn, ihr benötigt es für etwas Bestimmtes. Aber ansonsten sollte man nicht hinterherlaufen. Die Grundstiche werden ausreichen. Außerdem sollte man nicht beachten, welche Nähfüße im Zubehör sind. Manchmal sind sehr viele Nähfüße im Zubehör dabei. Man bezahlt für all den Zubehör und anschließend verwendet man nur 2 bis 3 Nähfüße. Ein gewöhnlicher Nähfuß ist ausreichend.
Sollte mit der Zeit Bedarf an bestimmten Nähfüßen entstehen, so kann man ihn online oder im Fachgeschäft dazu kaufen. Sie sind nicht teuer. Und man spart sich die unnötigen Nähfüße. Was die Marke der Nähmaschine angeht. Meine persönliche Meinung ist, das gefällt womöglich nicht allen. Ich mag die Marke Yanome. Zuverlässig, unkompliziert, Preis-Leistung stimmt überein. Yuki ist auch eine sehr gute Marke, aber sie ist teuer. Deshalb empfehle ich eine Yanome Nähmaschine. Ihr könnt selbst nach Funktion entscheiden. Funktion, Gewicht, Nutzstiche, Greifer und so weiter. Noch etwas, was den Preis angeht. Der Preis sollte nicht das Kriterium sein. Die Nähmaschine muss nicht 400 bis 500 Euro kosten. Eine Nähmaschine für 100 Euro kann genauso viel Freude beim Nähen bereiten. Mit ihrer Zuverlässigkeit und Nähqualität. Ich empfehle auch noch zum Kauf einer Nähmaschine, ein paar Stoffmuster, eventuell auch Garn mitzunehmen und dort die Nähmaschine zu testen. Rezensionen im Internet sind nicht immer realistisch. Ich hoffe, meine Ratschläge helfen euch beim Kauf einer Nähmaschine und helfen euch, Fehler zu vermeiden. Gerade beim Kauf der ersten Nähmaschine. Alles Gute, mit euch war Alexander. Ich wünsche euch viel Erfolg.